Darüber möchte ich sprechen mit Philipp Peymann-Engel. Er ist Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, danke für die Einladung. Also Israel zögert noch mit der Bodenoffensive. Glauben Sie denn, dass auch die Besuche von Olaf Scholz, von Joe Biden, heute Rishi Sunak damit zu tun haben? Also warnt man da sozusagen vielleicht die israelische Regierung beziehungsweise sagt, bitte wartet da noch ab. Wir wollen erst mal verhandeln mit weiteren Playern im Nahen Osten. Also nach allem, was wir hören, unsere Kanäle in Israel, ist das nicht auszuschließen. Es kann gut sein. Allerdings ist die Bodenoffensive so ganz und gar nicht vom Tisch. Also es kann durchaus auch sein, es ist ja alles sehr, sehr dynamisch, dass das ja eigentlich auch stündlich dann auch soweit sein könnte. Kann aber auch genauso gut sein, dass das dann noch mal einige Tage dauern wird. Zugleich muss man auch sagen, ich meine, so ist das in Kriegssituationen. Es gibt auch viele widersprüchliche Informationen. Es kann auch sein, das hatte ja der IDF-Sprecher Hecht gesagt, dass es auch noch verschiedene andere Optionen gibt. Also es gibt nicht nur die Bodenoffensive als Option, sondern auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie das israelische Militär reagieren könnte, um seine Ziele zu erreichen, nämlich die Hamas ja nach Möglichkeit zu zerstören, die Strukturen der Hamas bei gleichbleibendem Schutz für die palästinensische Zivilbevölkerung und auch immer das oberste Ziel, das Leben der Geiseln zu schützen. Ganz genau, also Priorität die Freilassung oder Befreiung der Geiseln. Welche Informationen haben Sie dazu? Welche Gespräche oder auch diplomatischen Bemühungen laufen da im Hintergrund, vielleicht auch durch Katar oder die Türkei? Sehr, sehr viele diplomatische Bemühungen, nicht nur auf deutscher Seite. Also viele Länder sind involviert. Sie haben es erwähnt, Türkei, Katar, Ägypten, aber auch noch andere Staaten. Und die Hamas weiß aber, wir führen auch natürlich viele Interviews mit Sicherheitsexperten, Militärexperten. Die Hamas weiß, man muss das so grausam formulieren, Kapital sie in der Hand haben. Nach allem, was wir hören, die Prognosen sind wirklich ziemlich düster. Welche Gegenleistung wird die Hamas denn verlangen, wenn es überhaupt zu solchen Deals kommen könnte? Ja, natürlich die maximale Gegenleistung. Es wird ja immer als Beispiel Gilad Shalit angeführt, der israelische Soldat, der vor mehreren Jahren entführt wurde. Er wurde ausgetauscht gegen 1000 palästinensische Terroristen und Gefangenen auf israelischer Seite. Wir reden jetzt hier aktuell von 199 israelischen Geiseln. Dann weiß man ungefähr, bei welchem Maßstab man ist. Die Hamas wird natürlich versuchen, den größtmöglichen Vorteil für sich rauszuschlagen. Und alle Optionen in der Hinsicht sind nicht gut, die Israel hat. Wir wollen noch auf die deutschen Straßen blicken, denn dieser Konflikt ist ja längst auch hier angekommen auf den Straßen. Es gibt mittlerweile täglich pro-palästinensische Demonstrationen, gestern in Berlin, Neukölln, heftigste Gewaltexzesse. Ja. Und Sie haben gerade auch schon gesagt, am Wochenende hat die Hamas zu einem neuen Tag des Zorns aufgerufen. Viele Demos wurden von Sicherheitsbehörden schon verboten. Man hat gesehen, das bringt eigentlich gar nichts, weil die sich trotzdem versammeln. Also hat der deutsche Staat hier irgendeine Handhabe, beziehungsweise was fordern Sie? Das waren zwei Fragen. Also auf der einen Seite ist es natürlich richtig, dass die Demonstrationen verboten werden, auch als politisches Zeichen. Die Begründung ist ja, dass in der Vergangenheit immer wieder bei diesen Demonstrationen, das Demonstrationsrecht ist ein sehr, sehr hohes Gut, aber dass sie trotzdem verboten wurden, weil immer judenfeindliche, antisemitische, terrorverherrlichende Slogans gerufen wurden. Trotzdem ist es richtig, dass es die Verbote gibt. Man sieht auch in Neukölln, dass die Polizei und auch die politische Ebene, sie sind wirklich bemüht, der Lage Herr zu werden. Man muss sagen, in Neukölln, das ist wirklich eine sehr, sehr bittere Erkenntnis. Das ist ein großes Stück weit auch ein Kontrollverlust. Das staatliche Gewaltmonopol existiert in diesem Bereich nicht. Die Polizei versucht reinzugehen, das aufzulösen. Es ist erfolglos, keine Chance. Ja, was ist die politische Forderung? Also seit Jahren gibt es islamische Vereine in Deutschland, die diese Demonstration auch anheizen und organisieren. Bis heute, einige wurden jetzt aufgrund des politischen Drucks verboten. Es dauert alles viel, viel zu lang und der deutsche Staat und die Politik muss klar sein, wer sich bei diesen Demonstrationen beteiligt, der hat sich aus Deutschland schon lange wertemäßig verabschiedet. Und wenn man dann als Demonstrant auch keinen Aufenthaltstitel hat, dann hat man hier in Deutschland wirklich auch das Recht, verwirkt zu sein. Philipp Peymann-Engel, ganz herzlichen Dank für den Besuch und die Einschätzung. Dankeschön.